Wir haben Freezing. Das ist schon mal sehr gut. Was haben wir gesagt bis zu der hier? Ja, dann können wir das Ganze einfach mal hier so platzieren. Oh, was bist du? Tschüss. Das war ein neues Level der Gänsehaut. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Solpsycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in der Monologist und wir finden uns heute mal im Krankenhaus. Ja, ihr habt richtig gehört, direkt am Montag ins Krankenhaus, denn mir wurde etwas gesagt, dass ich denn mal bei diesem Loch im Badezimmer sagen soll. Dort könnte irgendwas passieren. Ob das immer passiert, weiß ich nicht. Ob es eine Wahrscheinlichkeit gibt, weiß ich nicht. Aber das möchte ich gerne testen. Und vor allem möchte ich es testen, bevor ich das Ganze wieder vergesse. Ich habe mir, by the way, auch den Leuchtturm gegönnt und habe auch schon durchgeschaut. Das Ganze habe ich euch auch aufgenommen. Und das werde ich einfach ans Ende dieses Videos schneiden. Jedoch kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, ich habe keinen Namen oder sowas zum Vorlesen gefunden. Falls ihr da irgendwelche Infos habt, sprich wisst, wo ein Name zu finden ist, den man vorlesen kann mit einem Event, dann gerne in die Kommentare damit. Aber jetzt starten wir erstmal mit der Runde und hoffen wir mal, dass wir durchrasieren. Ich habe mich für den normalen Schwierigkeitsgrad entschieden, denn den finde ich momentan auch ein bisschen angenehmer und ja, ganz ehrlich, die Schwierigkeit ist jetzt nicht so dramatisch. Oder ich sag mal so, schwer darf es sein oder zumindest schwieriger. Aber wenn es halt einfach nur noch Pain ist oder dann, ich sag mal so, wenn ich dann zu sehr auf Nummer sicher gehen muss oder direkt sterbe, ist ja dann auch unvorteilhaft. Deswegen finde ich den normalen Modus momentan am entspanntesten. Und es startet nicht mit einem Jumpscare. Startet nicht mit diesem Event. Finde ich sehr, sehr spannend. Beginnen wir immer erstmal mit dem EMF rum und später dann mit dem Thermometer beim Zurückgehen sozusagen. Aber vielleicht haben wir Glück und hören oder sehen irgendwas. Ach, bevor ich es vergesse, Ladies and Gentlemen, ich hoffe, ihr habt den Montag gut überstanden. Ist ja doch manchmal ein wenig stressiger oder ein bisschen nerviger. Deswegen hoffe ich, ihr seid gut durchgekommen und könnt jetzt euren Abend schön ausklingen lassen. So, warte mal, ist hier irgendwas? Hallo? Hallo, hallo? Beim letzten Mal war hier der Geisterraum, wenn mich nicht alles täuscht. Oder beim vorletzten Mal? Also irgendwann auf jeden Fall schon mal. Mal die Tür zu. Lautstärke ein bisschen höher gestellt. Hier ist alles gut. Ich habe auch bis jetzt noch nichts gehört. Jo, hier ist alles klar. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann endlich die nächste Map reinkommt. Oder auch mal neue Geister oder was auch immer. Also sprich, was sie als nächstes reinbringen. Darauf freue ich mich schon riesig. Bis jetzt ist ja alles sehr gut gelungen. Aber dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen, bevor sie die nächste Map oder sonstiges mit reinbringen. Hey, wo? Hey, du? Oh nein, sag mir nicht schon wieder ein Flohgeist. Ach nein, bitte nicht schon wieder. Also, ihr seht das, es geht schon runter. Ach Mann, nicht schon wieder ein Flohgeist. Wir behalten das hier mal im Hinterkopf, wir müssen ja sowieso noch eine Ecke weitergehen. Aber warum immer Flurgeister hier? Man merkt, ganz ehrlich, wenn du hier im Krankenhaus bist und du hast einen Flurgeist, weißt du, du wirst auseinandergenommen. Wenn du einen anderen Geist hast, dann weißt du, es könnte entspannt werden. So, und hier wurde mir gesagt, ich soll mal eines testen. Und zwar Room. Room? Room. Room? War das? Room? Okay. Ich weiß nicht, ob jetzt hier irgendwas passiert ist und ich habe es nicht mitbekommen. Aber ich habe es getestet. Es könnte natürlich sein, dass ich hätte noch mehr sagen müssen als ein Room. Aber an Room habe ich mich erinnert. Könnte auch einfach mal Raum sagen. Auf Deutsch sozusagen. Raum? Room. Nee, keine Ahnung. Das könnte auch nur eine Wahrscheinlichkeit sein. Keine Ahnung, aber da wurde ich gefragt, ob ich das mal machen könnte und bei mir passiert nicht viel. Jetzt habe ich, wie gesagt, nur die Befürchtung, dass, dass ich mehr hätte sagen müssen oder sollen. Ich aber den Kommentar nicht mehr ganz im Kopf habe. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall Geisterraum. Ich, Mathe, ab wo? Ab wo vor allem? Genius. Ich würde sagen, bis hierhin so ungefähr. Ja, also bis, sagen wir mal, hier ist so die gedachte Grenze. Schauen wir mal, wie sieht es hier hinten aus. Hier hinten ist auch zu warm. Also ab der Gasflasche, plus minus, bis
Ja, angeblich soweit. Ja, ich wollte gerade sagen. Sagen wir mal, bis zur nächsten Gasflasche. Ja, wir haben unseren Bereich abgedeckt, Ladies and Gentlemen. Ja, kann beginnen. Und natürlich wieder ein Fluggast. Ich freue mich, Wonne. Es ist... Der Satz ist noch am... Das klang, als ob es die Samara war, die hier gekrabbelt ist, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich hoffe, es war Samara und nicht irgendwas anderes und das lauert jetzt noch irgendwo in der Dunkelheit. Weil es gemerkt hat, okay, er sieht's nicht, deswegen komme ich gleich nochmal. Das würde ich jetzt nicht wollen, ladies and gentlemen. Das würde ich nicht wollen. Also sehr unschön. Aber... Bis jetzt geht's noch. Bis jetzt noch alles entspannt, ganz gemütlich. So muss ein Sonntag sein. Entspannt anfangen und nicht direkt voll auf die Fresse. Wobei, sagen wir mal ehrlich, bei den meisten wird es wahrscheinlich genauso gewesen sein. Voll auf die Fresse, richtig Stress, richtig Generve, irgendwas ist schief gegangen, irgendwie, keine Ahnung, man ist Tollpatschig gewesen und so weiter und so fort. Das ist doch meistens der Montag. Aber ganz ehrlich, klar, es ist doof zu wissen, dass das meistens am Montag passiert. Aber Fakt ist, du weißt auch, hey... Danke für diesen Kommentar. Aber du weißt auch, sobald der Mutter grumm ist, geht's bergauf. Im besten Fall. So, und ich hoffe einfach mal. Das Problem ist, ich mache die ganzen Dämonologist-Aufnahmen am Montag. Was bedeutet, ich, bei mir ist sozusagen bei jeder Aufnahme Montag. Wobei, die ersten 3 bis 4. Irgendwann später ist dann doch mal eine Aufnahmesession in der Woche. Also, ne? Bei mir ist 3 bis 4 mal Montag. Wir haben Freezing. Das ist schon mal sehr gut. Was haben wir gesagt bis zu der hier? Ja, dann können wir das Ganze einfach mal hier so platzieren. Oh, was bist du? Tschüss. Oh, das war ein neues Level der Gänsehaut. Himmi, Herrgott. Okay, damit habe ich nicht... Ich dachte, jetzt kommt das Bett wieder auf einmal. Ja. Ja. Endlich mal ein angenehmer Sound. Wobei der jetzt schon laut wird, alte Pfanne. Okay, also... Flurgeist. Flurgeister. Mich würde zwar auch mal interessieren, was es für Events in der Leichenhalle gibt oder in den anderen Räumen noch, aber... Man muss einfach sagen, die Flurgeister sind hier schon am schönsten. Also am krassesten. Schön sind sie nicht. Nicht alle. Eigentlich keiner. Ja, aber es ist unschön. Die Nerven sind direkt am Arsch. So, aber... Erster Beweis, Freezing, check. Sonst haben wir noch nichts gehabt. Wir konnten jetzt Pingis und sowas noch nicht checken. EMF auch schwierig. Das ist natürlich der größte Nachteil hier am Flurgeist. Dass es meistens darauf hinausläuft, dass man Pingis zum Beispiel braucht, die man nicht unbedingt bekommt oder nicht unbedingt kontrollieren kann. EMF ist auch hier und da ein bisschen schwieriger, dadurch, dass es weniger Gegenstände in den meisten Fällen sind. Das ist gar nicht mal so einfach, deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir hier mit den unseren anderen Gerätschaften fündig werden. Und sonst müssen wir eben wieder raten und unsere Erfahrungen mit reinbringen. Und, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, 2 Beweise und dann versuchen zu erraten, was für ein Geist ist, finde ich ganz cool. Aber da kannst du eben dich selber prüfen, wie viel Ahnung hast du schon. Einziger Nachteil ist natürlich, wenn du dann Geister hast, bei denen nicht steht. Where are you? Can you talk? Can you speak? Where are you? Hi. Dir glaube ich das sogar, deswegen drehe ich mich nicht um. Geisterbox. Okay, EMF ist leider noch drin und Fingis auch. Das ist sehr, sehr unschön. Ich glaube, ESG ist raus. Ja, und der Rest ist noch drin. Das ist eher... Ja, ist halt eher ungeil. Mach's mal so. Ich habe halt echt Angst, dass er wirklich irgendwo hinter mir ist, ne? Hier ist alles fresh. Ich mache jetzt einfach mal das Licht an. In der Hoffnung, dass er vielleicht das Licht ausmachen möchte. Wir wissen es ja nicht. Könnte sein. So. Du bist zum Glück harmlos. Du bist zum Glück harmlos. Wir verfolgen ihn jetzt einfach mal. Durch den Windschatten konnten wir jetzt hier ein bisschen Gas geben und haben ein bisschen Strecke gut gemacht. Kommen wir vielleicht raus, bevor der nächste wirklich nervige Jumpscare kommt. Also, wir können alles noch haben, außer ESG. Bisschen schwierig, denn da sind EMF und Fingis noch mit drin. Und die zu testen, ist halt einfach doof. Brauchen wir Glückstreffer, denn Ektoplasma haben wir wahrscheinlich nicht.
Wir könnten uns theoretisch mal die Geister hier durchlesen. Was wir brauchen für EMF5, ob das plausibel wäre, und für Fingies. Da haben wir zumindest Abaddon und Ghoul schon mal angeschaut. Abaddon wäre... wir bräuchten einen Kruzifix. Und Ghoul wütend werden, wenn du fluchst. Jetzt natürlich die Frage, welche Wörter sind hier mit drinnen? Na, zum einen das, zum anderen, was kann ich sagen, was von YouTube nicht gebastelt wird? Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ein paar Wörter würden einfallen, aber was davon jetzt auch legitim ist, ist die andere Frage. Deswegen werde ich jetzt einfach mal Licht beleidigen. Was ich auf jeden Fall mal hatte, war ein sehr aktiver Ghoul, als ich nur geredet habe. Da habe ich nicht beleidigt oder sowas, sondern ja, das Reden hat praktisch schon gereicht. Da könnte ich mir vielleicht auch so eine Affinität zum gesprochenen Wort vorstellen. Schauen wir mal. Jetzt geht's erstmal wieder rein. Was sind da für Lichter, die da an sind? Ist das... Achso, das war schon... Ich war gar nicht drin und er kommt mit dem Red Light Event. Da frage ich mich, wie viele Events kriege ich nicht mit, weil ich draußen bin? Ich hasse es, wenn du nicht damit rechnest. Oh Mann. Ah. Ich werde zu alt für diesen Scheiß. Jetzt mal ernsthaft. Ich würde nicht... Ganz ehrlich, ich mache ein Community-Projekt daraus. Ich setze euch vor die Kamera. Und er hat das Ganze dann hoch. Ey, Wahnsinn. So, hier ist er. Oh, du Ficker! Ich wollte dich gar nicht provozieren. Jetzt gehst du weg. Ja, haha, Schwester. Alter, den wollte ich jetzt nicht provozieren. Der kam jetzt unerwartet. So, jetzt stehe ich halt da. Na? Leim hat es nicht beschrieben. Wir brauchen Fingies. Ja. Was mir gar nicht gefällt, je länger wir hier stehen bleiben, desto asozialer kann es werden. So, ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Wir schauen uns mal an, welche Geister wir noch brauchen würden. Hantu und Meiling. Okay, wo haben wir Hantu? Wo haben wir Meiling? Meiling ist hier. War in der Nähe aggressiv. Ja. Ja. Hantu. Wenn du mit ihm sprichst, machst du ihn... Ah. Dann dürften wir jetzt eigentlich nicht mehr verflucht sein. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, wie zeichnet sich dieser Fluch aus? Ob das jetzt Sanity Drain ist? Gehe ich mal stark von aus. Was würde der Hantu brauchen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hallo, Hantu. Achso, ist schon was gewählt, mein Gott. Staffelei. Schwierig. Ich bin jetzt eigentlich versucht, eine Kerze mitzunehmen. Einfach für den Fall, dass wir eine Meiling haben. Da könnten wir mit den Kerzen ein bisschen gegenwirken. Jetzt ist die große Preisfrage. Wie zeichnet sich sowas wie Aggressivität aus? Jetzt nur bezogen auf eine Jagd, sprich der Geist wird früher jagen. Oder bezogen auf die Events auch schon. Aber dann habe ich gar keinen Plan, ob der jetzt aktiv ist oder passiv. Ich würde sogar eher noch sagen passiv. Und sagen wir mal ehrlich, ich wurde schon krass auseinandergenommen. Gut, das eine Event war jetzt böser, das zweite danach auch, aber... Ich kenne Schlimmeres. Ihr auch, solltet ihr die Videos aktiv schauen. Deswegen, ich komme gerade wieder ein bisschen runter, das ist sehr, sehr angenehm. Gut ist, wir haben eine Kerze dabei. Was sagt meine Sanity? Wunderbärchen. Wir könnten jetzt natürlich mit der Box reden und danach schauen, gut, was jetzt sinnvoll wäre. Aber da dürfte kein Event kommen, damit man wirklich gut testen kann. Und zwar reingehen, eine Zeit stoppen, 5 Minuten sagen wir mal. Danach mit der Box, also dann rausgehen und Sanity anschauen. Den Sanity Drop. Dann nochmal reingehen, mit der Box reden. 5 Minuten ab da warten. Rausgehen und wenn das dann höher ist, also sprich, sich das verändert hat, dann wüssten wir, welcher Geist es ist. Aber es darf in dieser Zeit kein Event sein oder gleich viele Events. Sonst wird das Ganze ein bisschen tricky. So. Wir haben eine Kerze. Check. Wir haben Kreuz. Check. Also vor Meiling und Abaddon könnten wir sicher sein. Könnte. So. Und jetzt heißt es... Hey, wo ist der Dreier? Wo kommt der Dreier her? Okay, warum auch immer hier ein Dreier ist. Da drüben ist auch ein Dreier. Hier ist ein Dreier, da ist ein Dreier. Wo kommen die ganzen Dreier her? Du schon wieder.
Warum schon wieder? Sag mal, wird dir nicht langsam langweilig? Dieser Raum ist echt nur so groß, damit die... Scheiß, wie ich das bauen kann. Wieso gibst du gerade so Gas? Alter, wenn jetzt noch mehr passiert, komme ich auf mein Leben nicht mehr klar. Sag ich euch jetzt schon. Ist es vielleicht jetzt so aktiv, weil ich jetzt kein Kruzifix in der Hand halte? Alter. Weiß nicht, wieso ich mich gerade so fertig machen muss. Nicht sehr, sehr unschön. So, Kruzifix raus. Jetzt haben wir Glück und es passiert. Ganz ehrlich, Ladies and Gentlemen, ich quäl mich nur für euch hier durch. Nein, Quatsch. Mir macht es ja natürlich auch Spaß. Ne? Also da jetzt, ne? Aber... Ich sag mal so, wir hätten die ersten drei Jumpscares schon gereicht. Dich auf. Oh, das ist schön. Das ist schön. Es ist nur ein bisschen laut, zumindest bei mir. Ich komme einfach... So, ich stelle mich jetzt einfach mit dem Kruzifix ein. Wir haben die Kerze da drin, fertig. Kruzifix, jetzt Abmarsch. Also wenn es eine Abaddon ist, dürfte sie mich jetzt nicht jagen. Wenn es mein Link ist, sollte sie vielleicht auch nicht jagen. Wie es sich damit verhält, weiß ich nicht. Aber, ne, Feuer in der Nähe, abschreckend. Ich hoffe jetzt einfach mal, oder ich lasse jetzt einfach mal das Kruzifix noch draußen. Denn wenn es ein Abaddon ist, könnte vielleicht sein, dass hier auch weniger Events gibt. Wir wissen es nicht. Wir werden es nie erfahren, denn ich möchte es gar nicht erfahren. Aber es sieht gerade so aus. So, jetzt wechseln wir mal. Wobei, eine Minute... Mir ist auch gefallen, zwischen manchen Events sind, ist eine Minute. So, hier sind Zweier. Das ist super. Mehr ist da nicht. Hast du irgendwas auf mich geworfen? Nicht. Also, definitiv ist es noch hier. Definitiv ist die Leinwand nicht beschrieben. Definitiv haben wir noch kein EMF-5. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir von Fingies ausgehen. Und Fingies wäre der Ghoul. Und das würde bedeuten, wenn wir ihn jetzt beleidigen würden, müsste er eigentlich angreifen. Das Problem ist, Ghule sind inaktiver, wenn man... Ihr könnt sehen, wenn du nicht zu viel redest. Es ist jetzt bei mir ein wenig doof. Oh oh. Ich laufe, laufe, laufe im Sauseschritt. Ah, ich wollte da eigentlich abbiegen. Kommt das noch? Kommt es? Nö, ist vorbei. Okay, also. Danke für diesen Beitrag. Es ist ja gerade ein bisschen schwierig. Na, ich möchte jetzt auch hier keine 5 Minuten rumsitzen und nichts sagen. Natürlich blöd für ein Let's Play. Aber so könnten wir jetzt natürlich testen, ob dann immer noch so viele Events sind. Aber ich finde es sogar sehr plausibel. 36%, ihr leckt mir mal. Ich finde es sogar sehr plausibel, denn wir reden ja wirklich viel. Und da würde es passen zu den ganzen Events. Das ist zumindest logischer, als wenn es eine Everdon ist, die aktiv ist, weil ich jetzt gerade das EMF draußen habe, anstatt des Kruzifix in der Hand. Wie schwierig. Was halt interessant ist, ich habe das Kruzifix in die Hand genommen und der Geist kam nicht. Er ist gespawnt und er kam auf einmal nicht mehr. Alles klar. Und davor hatten wir die ganze Zeit das... Ne, deswegen Abaddon finde ich auch zum Beispiel gerade sehr interessant. Aber Abaddon wäre immer 5. Nicht aber gerade auch plausibel. Was brauchen wir in Nebenquests?
Waffenteile, Geisterkugeln, Ratten in den Kessel. Okay. Dann würde ich sagen, weil wir nichts anderes Produktives zu tun haben, wir gehen jetzt rein und nehmen das Kruzifix in die Hand. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, ob ich das EMF draußen hatte oder das Kruzifix. Aber es würde natürlich passen, wenn es ein Everton ist. Ich würde erklären, wieso mir das Viech nicht hinterhergelaufen ist, obwohl es gerade erst gespawnt ist. Würde ich zumindest plausibel finden. Deswegen werde ich, glaube ich, jetzt Everton auswählen und dann auf die Suche gehen. Nicht plausibel, ja. Also sprich das Jagdverhalten, ja, Everton. Aber das mit den ganzen Events, das passt besser zum Ghoul. Gesehen. Da war ein kurzes EMF 5. Man hat es ganz, ganz kurz gesehen. Macht einfach zurück, Pfeiltasten nach links. Kurzer EMF, kurzes EMF 5 war da zu sehen. EMF 5 ist Abaddon. Und das würde passen zum Kruzifix. Also jetzt mal Real Talk. Stellt euch jetzt da noch ein Bart an dem Viech vor. Kommt euch bekannt vor. Na, die roten Augen auch, wenn ich zu lange aufnehme, zu lange wach bin, zu lange zocke, zu lange whatever, kriege ich auch direkt rote Augen. Also das sehe ich jetzt als Beleidigung an, um ehrlich zu sein. Gut, die dicken Lippen, also ich habe zwar hier und da ein bisschen dickere Lippen, aber jetzt gerade die Oberlippe, das ist jetzt nicht ganz getreu. Aua, das hat mich angematscht. Aber das Spiel verhöhnt mich, das gefällt mir überhaupt nicht. Doch, komm her. Was soll denn das jetzt? Ist da gerade... ich glaube, es jagt gerade, aber weil ich einen Kruzifix in der Hand habe, ist es weggelaufen. Okay. Okay. Alles klar. Natürlich, natürlich, alles klar. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was wir alles brauchen. Die... Ah, Ratten. Wir brauchen Radikal. Direkt wie das Kreuz raus. Okay, Room? Nee. Vielleicht muss ich da auch was anderes sagen. Gerne in die Kommentare, denn wenn... Vielleicht ist auch... Oder es ist ein Easter Egg wahrscheinlich zu Resident Evil 4. Gehe ich mal zu 99% von aus. Vielleicht gibt es irgendwas zu sagen. Irgendeinen charakteristischen Satz oder sowas. In diesem Spiel. Und das muss man da sagen. Ich bin so talentiert. Hashtag nicht. Nehme ich dich jetzt. Nein, das war fies. Okay. Ich hoffe nur, dass jetzt kleine Teufelchen nicht schon wieder spawnen. Denn auch wenn wir potenziell sicher sind, möchte ich jetzt nicht, dass er da rumläuft. Krankenhäuser sind nichts für Kinder. Hä? Ich hab gespammt, das sind... Kommst du her? Okay. Hey, der hat mich... Wie sind... Warum... Ich will's ja gar nicht haben. Ja, natürlich erstmal die Waffenteile und alles. Wenn es da hinten wieder anfängt zu blinken, müssen wir es direkt wieder. Ha! Das war natürlich nur ein Bait. Natürlich wichtig. So. Hier ist alles gut. Also... Die Dinger haben wir schon. Check. Dann fehlen uns noch Ratten und jetzt noch zwei Waffenteile. Zwei Ratten, zwei Waffenteile, beziehungsweise erstmal der Kessel. Seit wann steht hier ein Bürostuhl? Steht der da schon immer? Ich habe keine Ahnung, aber der gehört, der passt da nicht hin. Hier ist kein Waffenteil. Jetzt wäre es natürlich doof, wenn wir die nächste Ratte finden vor dem nächsten vor dem Kessel. Wir können sie nicht verbrutzeln. Brauchen wir wieder ein bisschen Laufweg. Aber ich fühle mich gerade sicher.
Einfach nur. Jagst du mich jetzt oder nicht? Jetzt bin ich gerade gänzlich verwirrt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dir trauen soll. Ah ne, er läuft weg. Tschüss. Habt ihr den Bobbes gesehen? Gut, es ist ein kleiner Teufel, ein Kind. Gut, bei kleinen Kindern finde ich es jetzt auch normal. Aber trotzdem, so im Spiel könnte man schon mal ein Unterhöschen anziehen. Keine Ratte, kein Waffenteil. Eine schöne Lobby. Zumindest eine schöne Rezeption. So. Der kleine Mann spielt sich da hinten, das ist gut. Somit stört er uns nicht bei unserer Arbeit. Ich will so feiern. Wenn ein Jumpscare kommt, ich rolle aus Versehen mit meinem Mausrad, gehe auf einen anderen Gegenstand, in dem Moment kommt er und killt uns. Ich würde so feiern. Ich würde so feiern. Aber davor habe ich Angst. Denn ganz ehrlich, das klingt genau nach mir. Das könnte un heißen. Oder in. Oder, ja doch, Y, N. Könnte anders sein. Ich würde mal sagen, die Lobby ist clear. Seht ihr das auch so? Schon, oder? So, dann geht's jetzt ab nach, noch nicht ganz nach unten. Oder nach hinten. Sondern erstmal hier, links ist ja auch noch ein Raum. Beziehungsweise da ist noch. Hier ist noch alles fresh. Ich hoffe einfach, der Teufel hat jetzt gerade keinen Bock mehr. So, chill deine Base. Ja, ich finde es cool. Ich finde es cool. In diesem Spiel hat Solo-Zocken auch meinen Vorteil. Finde ich sehr, sehr angenehm. In anderen Spielen sind eigentlich immer die, die im Koop zocken, die mit dem Vorteil. Wir können schneller den Geist herausfinden. Es können sich besser irgendwie supporten mit Quests beispielsweise. Da waren die ziemlich am Arsch, die Solo gezockt haben, wie ich. Aber jetzt finde ich das ganz sympathisch. Okay, die Ratte müssen wir uns merken. Wir haben leider schon eine dabei. Ich fühle mich gerade wie in Devourer. Nur, dass ich jetzt die Ratten nicht verbrennen muss, sondern ich muss sie in den Kessel werfen und kochen. Jan, der Kessel ist in der Leichenhalle. Wo soll der sonst sein? So, aber hier ist alles fresh. Wir haben erst ein Waffenteil. Und zwei Ratten. Uns fehlen noch zwei Waffenteile, eine Ratte. Also irgendwo habe ich was übersehen. So, aber dann holen wir uns direkt die nächste Ratte. Was liegt da? Das könnte ein Köder sein, da gehen wir nicht hin. Okay, ab nach unten, nächste Ratte und dann ab nach oben und hoffen wir einfach mal, dass da zwei Waffenteile sind und die letzte Ratte. Das wäre natürlich sehr von Vorteil. Aber, ja, jetzt müssen wir erstmal schauen. So, hallo? Nice one. Nummer zwei. Eine Ratte, zwei Waffenteile. Aber ich glaube, es gibt ja zwei oder drei Geister, die eher ein bisschen harmlos sind, wenn man so unterwegs ist. Und da finde ich es sehr, sehr cool. Nicht sehr gut. So, hier liegt ganz gerne mal ein Waffenteil. Wunderbärchen. Hier hinten könnte auch eins liegen, aber bis jetzt sieht alles fresh aus. Ein Geräusch gehört. Klingt hier irgendwas? Dachte gerade da hinten. Achso, die Karten. Naja, die Karten helfen mir jetzt nicht. Das ist. Die Karten, die brauche ich jetzt nicht. Mit denen möchte ich gar nicht. Wobei, jetzt wäre es vielleicht. Jetzt könnten wir vielleicht sogar spielen, denn, ne? Wenn der Geist kommt, haben wir. Unser Kruzifix, aber am Ende zählt das wie eine andere Jagd und ich bin dann ziemlich am Arsch. Ja? Dann zählt das wie eine andere Jagd, ich hatte zwar ein Kruzifix, das Kruzifix wird genuckelt, ich bin komplett fertig mit den Nerven, weil ich mir denke, hä, wie kann das passieren, wieso greift es mich auf einmal an und komme nicht mehr raus, weil direkt die nächste Jagd startet. Und dann bin ich am Arsch. So, wir haben alles, jetzt dürfen wir den Teufel erschießen. Zumindest seinen Sohn. Oh, das ist irgendwie voll makaber. Man geht niemals auf die Familie von jemand. Hallo. Hast mich jetzt genug. Hast jetzt mein Kruz. Ne, mein Kruzweg ist noch da. Aber und das, obwohl ich komplett durch ihn durchgegangen bin. Aber er ist weg. Gut, wir müssen jetzt dann natürlich, sobald wir an der Waffe sind, müssen wir das Kruzwegs weglegen, denn ihr seht es ja selber. Aber solange es mich noch schützt, nehme ich es nicht aus der Hand. Oh ja. Yeah. Jetzt komm her. Na komm. Na komm. Du kannst.
Deine Psychospielchen ziehen bei mir nicht. Also eigentlich schon. Ich bin ja komplett fertig mit den Nerven, aber jetzt bin ich gerade am längeren Hebel und den zeige ich dir. Bitte nicht zweideutiges verstehen. So. Na komm, wo bist du? Erscheine vor meinem geistigen Auge. Okay, okay. Das ging jetzt doch ein bisschen schneller. Na komm. Ich will das Weiß in deinen Augen sehen. Okay, noch einmal. Mic drop. Entschuldigung, also gut. Abaddon ist einfach ein Freewin, wenn man rechtzeitig weiß, dass es ein Abaddon ist und man ist schon unterwegs. Aber trotzdem, Chapeau, Madame. Das war asozial. Also meine Jumpscares waren heute dabei, die waren... Deswegen war ich jetzt froh, dass es jetzt gegen Ende ein bisschen ruhiger wurde. Dieses kleine Vieh, ey. Aber schön. Aber schön gemacht. Auch eine coole Idee mit dem Ziegenmann Junior. Einfach weil wir es können, nehmen wir jetzt noch ein paar Pillen, um runterzukommen. Das war auf jeden Fall eine interessante Runde. Alter Vater. So, und die letzte Pille auch noch. So, dann geht's den Kopf wieder relativ gut. Dann können wir ab ins nächste Häuschen mit, beziehungsweise für heute war es das ja. Aber ich schneide euch jetzt dann gleich noch hinten hin meine ersten Eindrücke von dieser Map. Wobei, ich finde sie cool. Sagen wir es mal so. Hier und da sind mal ein paar dunkle Stellen, die ich ein bisschen schwierig finde. Ich habe keinen Namen gefunden. Ich habe mir alles gekauft, was man so kaufen kann. Wir können das Ganze hier einfach mal... Also erstmal hier 8250 von der Bärchen. Aber wir können uns das Ganze hier ja mal anschauen, was es für Gegenstände gab. Oh, und zwar diese Gegenstände, also Zeichenschild oben, bisschen dunkel. Gitarren, mit denen man, Geigen, mit denen man nichts machen kann. Eine Küche, Kühlschrank, Sitzgelegenheit. Also ja, alles in allem ganz cool. Ja, da bist du ja, Lille. Ja, hallo. Alles in allem finde ich es ganz cool. Ich könnte auch mal kurz hier nach oben gehen. Man sieht aber, es ist ein wenig dunkel und das finde ich ein bisschen schade. Das könnte ja auch sein, dass hier irgendwo was draufsteht, aber man sieht es ja gerade nicht. Zum Beispiel, wenn Blitz kommt, dann erkennt man hier auf der Tafel was. Beispielsweise. Könnte sein. Da hinten sind zwei Betten, Wunderbärchen. Man kann auch nach draußen gehen. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr cool. Also man ist hier nicht in diesem Haus gefangen. Den Kühlschrank können wir diesmal nicht öffnen. Das finde ich zum Beispiel sehr schade. Ich finde es mal ganz cool, wenn man den Kühlschrank öffnen kann. Aber hier ist es halt abnormal dunkel. Es ist abnormal dunkel, das ist der Wahnsinn. Da haben wir ja so einen kleinen Park, sage ich jetzt einfach mal, mit einer Krypta, wo man nicht rein kann. Hier ist ein Friedhof mit zwei gleichen Gräbern. Warum auch immer. Man kommt nicht auf den Turm, finde ich ein bisschen schade. Und hier ist ein Steg mit zwei Booten. Mit zwei Fischkuttern. Alles in allem schön gemacht. Also optisch schön. Aber viel Potenzial einfach liegen lassen. Das finde ich sehr, sehr schade. Vielleicht kommt das auch noch oder vielleicht sagt mir, hey, hier und da und da und da sind Namen. Da wäre es natürlich was anderes. So, den Ball ins Haus. Lilith ist hoffentlich auch hier drin. Ich will sie jetzt nicht aussperren. Müssen wir jetzt natürlich nochmal suchen. Ja, da ist sie. Natürlich beim Fressen. Ganz wie ihr Daddy. Aber na gut, ladies and gentlemen. Wir haben jetzt so weitestgehend alles, was wir momentan brauchen. Jetzt kann ich natürlich mein ganzes Geld noch rausballern für Equipment, das wir nicht brauchen. Was ich auf jeden Fall demnächst mal testen möchte, ist Fulu. Also wirklich mal schauen mit Unterschied. Sprich, ich nehme dann nur das Fulu mit. Und ja, schau, was passiert. Das auf jeden Fall auch noch, aber schauen wir mal, was uns im nächsten Haus erwartet. War, glaube ich, mal ganz cool, am Montag mit Krankenhaus anzufangen. Jetzt sind wir auch schon bei knapp 34 Minuten der XXL-Folge am Montag. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.